Hallo, ich grüße euch. Mein Name ist Gima Rupali. Hi. Ich bin mal wieder hier. Ich freue mich auch hier bei euch zu sein. Heute ist auch ein bisschen wärmer geworden mittlerweile. Und heute möchte ich euch das versprochene, den versprochenen Kuchen machen, den ich letztes Mal vom letzten Video erwähnt habe. Okay? Alles klar. Und zwar, wir machen heute ein Eiweißkuchen. Ein Eiweißkuchen, ja. Und den Eiweißkuchen sieht so aus, dass ich das von diesem Buch hier für euch übersetze. Das ist ein italienisches Vorwerkbuch, was in Italien Bimbi genannt wird. Thermomix heißt in Italien Bimbi. Okay, und das ist das Buch. Das ist ein reines Kuchen-Tortenbuch. Und davon machen wir heute Torta solo al Bumi. Das heißt, es ist übersetzt ein Eiweißkuchen. Okay, Moment. Hoppala, muss ich jetzt erstmal aufstellen. Und zwar bräuchten wir folgende Zutaten: 100 Gramm Butter, Zimmertemperatur, 100 Gramm Mehl, 100 Gramm Mandeln ohne Schale, 5 mal Eiweiß, ca. 150 Gramm, 170 Gramm Zucker, einmal einen halben Backpulver. Und am Ende Puderzucker, okay? Alles klar. Und natürlich eine Backform zwischen 22 und 26. Ich habe jetzt eine 26er, aber wäre gut, wenn die 24 ist. Aber habe ich leider nicht. Deswegen nehmen wir heute die. Die habe ich schon eingefettet und alles fertig gemacht. Okay? Alles klar. Dann legen wir jetzt mal langsam los. Als erstes tun wir mal den Thermomix zur Seite. Tun wir 100 Gramm Mandeln in den Mixtopf. So, das ist auch schon alles gewogen. Deckel drauf. Und stellen das Ganze auf 15 Sekunden auf Stufe 9. Okay? Bis nachher. Wow, super. Und weiter geht's. So. Jetzt haben wir die Mandeln klein gemacht, seht ihr? Jetzt tun wir die in eine Schüssel. Nehmen wir mal den Spatel. Okay, nehmen wir den Spatel, okay. Und tun das Ganze hinein. So. Super. So, in eine Schüssel und zur Seite. So, weiter geht's. Jetzt kommen 170 Gramm Zucker in den Mixtopf. Schließen das. Und stellen es auf 10 Sekunden. Machen wir hier mal so ein, damit es nicht so staubt. 10 Sekunden auf Stufe 10. Gleich. So, weiter geht's. So, jetzt setzen wir den Schmetterling ein. So, einmal. Und fügen den Eiweiß hinzu. Den Eiweiß. 5 Eiweiß, ca. 150 Gramm, okay? So, schließen das und stellen das Ganze auf 5 Minuten. 5 Minuten, 37 Grad, auf Stufe 3. Okay, bis gleich. So, und weiter geht's. So, öffnen wir. Ist das Eiweiß geschlagen. Jetzt holen wir den Schmetterling raus. Ja, so. So, und fügen die 100 Gramm Mehl hinzu.
Einmal. Die 100 Gramm Butter. So. Und das, die klein gemachten Mandeln. Okay? Alles klar. Gut, und weiter geht's. Das Ganze jetzt auf 30 Sekunden, also für 30 Sekunden, auf Stufe 4. Bis gleich. So, und weiter geht's. Jetzt kommt die Hälfte vom Backpulver hinzu. So, die Hälfte, ja? Okay. Schließen das. So, vermischen das Ganze nochmal auf 30 Sekunden auf Stufe 4. Bis gleich. So, super. Die Tortenmischung ist fertig. So, jetzt füllen wir das um in den in der 26er Backform. So. Super. Okay. Super, okay. So, in den vorgeheizten Ofen stellen wir das Ganze auf 170 Grad für 30 Minuten, okay? Bis nachher, ciao. So, da bin ich, die 30 Minuten sind fertig. Jetzt kommt der gerade aus dem Ofen, der Kuchen. Und wir schauen mal, wie das aussieht, das Ganze. Öffnen das. Ist noch ein bisschen heiß. Ich guck mal, ja, wie ich das mache. So, dann öffnen wir jetzt. Boah. Voilà. So, hol ich mal ein Messer. Ein Teller. Und wir schneiden mal ein Stück, okay? So, guckt euch das erstmal an, wie das aussieht, das Ganze. So sieht der Kuchen aus, seht ihr? Okay, jetzt schneiden wir mal ein bisschen, okay? So, guckt euch das mal an. So sieht er aus, der Kuchen. Okay, super. So, und nicht vergessen, Puderzucker noch drauf. Ja. Es schneit, im Sommer. Okay, und hier auf unser Stück. Super. So, jetzt werde ich das probieren. So, ich hole hier das hier hin. Und wo ist meine Gabel?
So, schaut euch mal an, wie das aussieht. Sehr fluffig das Ganze, seht ihr? Okay. Buon appetito! Mamma mia. Uè! Very good! Kann ich euch super empfehlen, das Ganze. Super, super, super lecker und sehr saftig. Ja? Also, das war heute der Eiweißkuchen für euch aus dem Tortenbuch Torte di Casa von Bimbi aus Italien. In Italienisch für euch auf Deutsch übersetzt. Alles klar? Jetzt erkläre ich euch, was als nächstes kommt, ja? Für das nächste Video. Moment. Wir machen einen leckeren Gelato a Torrone. Dann wisst ihr Bescheid, das ist ein italienisches Eis, was wir als nächstes machen. Aber das verrate ich euch dann demnächst, im nächsten Video. Alles klar? In diesem Sinne wünsche ich euch viel Glück beim Nachmachen. Wünsche euch alles Gute. Würde mich auch sehr freuen, wenn ihr auch ein paar Kommentare unter meinem Video lässt. Wie der Kuchen war, ob der euch geschmeckt hat und so weiter. Ach ja, und noch was. Dieser Kuchen eignet sich gut, falls ihr mal öfters irgendwann jetzt Liköre macht, wieder irgendwann, dann weiß man ja nie, was man mit dem Eiweiß macht. Dieser Kuchen wäre genau die richtige Antwort dafür. Alles klar? Okay. Mein Name ist Gimauro Pali und wir sehen uns demnächst. Bleibt gesund und bleibt so, wie ihr seid. Okay? Arrivederci e alla prossima. Bis das nächste Mal. Ciao!